Herzlich willkommen, Freunde der guten Unterhaltung, heute zu einem weiteren Commentary auf German Halo Nation. Ich bin Psycho und bin heute nicht alleine, sondern habe den FFL Example dabei. Und doch. Ja, und wir wollten uns heute mal ein wenig über SWAT unterhalten und warum SWAT so verpönt ist und so noobig und alles drum und dran und was wir so dazu denken und so, ne? Genau, ja, ich bin eher so die Pro-Seite, also für SWAT, dass das auch eine ziemlich, ja, ich sag mal, Skill-Liste sein kann. Und ich weiß nicht, was ist denn der Hauptgrund, warum praktisch die Leute so viel Hate auf SWAT haben? Also ich denke mal, das ist einfach, dass man halt einen Schuss, einen Gegner tot, irgendwie so eine Art. Ja, wahrscheinlich schon, weil sie immer dann sehen, ja, die machen easy Multikills und bla. Und ja, weil man so einfach spawn-trappen kann und alles in Anführungsstrichen einfach. Und die denken sich einfach, oh ja, ein Schuss, ist ja easy, machen wir mal eben. Und aber wenn man in so einer Spawn-Trap-Falle selber steckt und das geht schnell, dann die Gegner gut sind, dann sieht es nicht so schön aus, ja, weil dann ist das sehr frustrierend. Ja, das ist halt einfach, weil die Leute halt vergessen, dass die anderen praktisch das andere Team das genauso kann und für die ist da kein Unterschied, die brauchen auch nur einen Schuss. Und in Reach oder halt Halo 3, jetzt im Low-Scale-Bereich, dass es da praktisch jetzt nicht so die Pro-Liste ist, ist klar, weil halt sich einfach viele Noobs halt drin rumtreiben. Das ist aber bei irgendwie Slayer oder so genauso, da hat man auch viele Noobs. Aber da reißt man halt keine irgendwie 40-0 KD oder ich, keine Ahnung, 40-5 oder so, weil es halt einfach viel länger dauert, einen zu killen. Und ja, es gibt halt auch die Seite eben, dass man gegen gute SWAT-Leute spielt, also bekannte Namen sind da Data oder Sideways, keine Ahnung, ob die noch jemand kennt. Und ja, der Legacy, der ist heute leider nicht dabei. Der hatte mir auch im Vorhinein gesagt, dass ich doch mal erwähnen sollte, was er denn zu SWAT Gang denkt und warum er es denn auch für competitive hält. Und zwar meinte er, dass es in SWAT ziemlich schwer ist, die Gegner lange im Spawn zu halten und wirklich lange den Spawn von den Gegnern zu kontrollieren. Was ich mir auch gut vorstellen kann, weil ich meine, sie müssen theoretisch nur einmal einen Headshot treffen und sofort das ganze Setup down, ja. Ja, es ist halt immer, in SWAT ist es halt, ist halt der Unterschied am größten zwischen, ich sag mal, Anfängern und fortgeschrittenen Spielern, weil es halt eben nur auf deine Reaktion ankommt und auch ein bisschen auf die Leitung. Also es stimmt schon, dass man in SWAT viel mit Host und Connection zu tun hat, aber man kann auch ohne, ja, ich habe jetzt auch nicht die Überleitung und kann mich jetzt schon, glaube ich, relativ gut sagen. Und das vergessen halt viele, aber wenn man halt jetzt echt in gute Leute mit anderen guten Leuten spielen, ist das echt nicht einfach. Also da, ich kann das eigentlich gerne mit MLG vergleichen, weil das ist halt so, in SWAT hat jeder die gleichen Chancen und das ist in MLG genauso. Jeder hat seinen Sprint und sein DMR und vielleicht noch die Magnum, okay. Aber es ist eigentlich immer das gleiche, es sind symmetrische Maps, Countdown, Reload. Ja, es ist ja wahrscheinlich sogar noch besser als MLG, weil in MLG gibt es ja nur noch Rocket, Sniper, Camo und ja, okay, so weiter. Da kann man jetzt MLG ist ja halt dann so. Ja, sorry. MLG ist halt so, dass man halt dann auch für diese Power-Weapon eben macht man halt sein Setup und sowas. Aber ja, in SWAT kommt es halt echt aus Aiming auf die Reaktion vor allem. Also das Größte oder das Wichtigste ist echt die Reaktion. Und halt ein bisschen die Connection, aber man, wie gesagt, man kann auch ohne jetzt, keine Ahnung, 100.000, okay, das stimmt zwar immer nicht, sagt, wenn man eine 100.000 hat, ist man gut, aber es kommt ja auf den Ping an, aber ja, da will ich jetzt nicht zu tief reingehen. Ja. Und ja. Ich habe ja auch vor kurzem erst herausgefunden, dass es in SWAT auch Objective Modi gibt und generell, dass SWAT halt auch wirklich richtig competitive gespielt wird und ich habe das jetzt letztens nochmal gespielt, das ist schon anders, als ich das so in Erinnerung hatte, wenn man das so mal von der Sichtweise erst betrachtet und sich das mal überlegt, das Wort einfach nicht so der random, ach, ich spiel mal Rütje Wort und dann mache ich da mal einen Overkill-Modus ist. Und halt ja, auch Objective-basiert und es da schon richtig abgehen kann. Ja, das Problem halt bei den Objective-Game-Types, oder ich denke mal, dafür ist halt auch bei SWAT bei vielen so verpönt praktisch, weil halt in der Spielersuche selbst spielt jeder eigentlich nur auf KD. Also spielen selten mal in einem SWAT-Objective-Game auch die Leute aufs Objective direkt. Muss ich gestehen, wenn ich einfach nur so alleine rein chill, spiele ich auch nicht so auf Objective. Also, ja. Aber das ist halt auch da
so, wie gesagt, man stirbt durch einen Schuss und es sind mal schnell 4 Kugeln raus und 4 Tote. Also wenn man, es sind ja praktisch nur 3 Leute zur Verteidigung. Jetzt in anderen Listen kann man mal eben das Objective fallen lassen und mithelfen oder so, aber es geht halt in SWAT relativ schwer. Und ja. Ja, keine Ahnung, deswegen haben vielleicht auch deswegen allein schon nicht so viele Bock, dann da aufs Objective zu gehen, weil denken, ey, wenn ich das Ding in der Hand halte und ein Gegner kommt, ist der Tod sicher. Deswegen kann ich das schon irgendwo nachvollziehen, wenn die dann sagen so, hey, ja, SWAT, ja, random, ist mir jetzt egal, da jetzt meine Teammates da gewinnen, mir ist es egal, die können gucken, was sie da machen. Das ist ja generell aber auch so, das ist ja nicht nur in SWAT so, also. Ja, also es ist halt, bei SWAT ist halt echt, ich weiß nicht, es spielen sehr wenig Teams in SWAT, also es gibt, wenn man mal auf ein Viererteam spielt, was halt auch gewinnen will praktisch, dann gewinnen die auch, weil zum Beispiel Stata spielt sehr oft im Viererteam und die haben halt ihr Setup, wie jetzt in MLG auch, und da wird man zerstört, egal wie gut der Einzelne ist, aber wenn man 3, sagen wir mal, schlechte dabei hat oder überhaupt nicht im Team halt spielt, dann verliert man da auf jeden Fall. Und darum verstehe ich halt nicht, warum so viele Leute immer haten, ja, SWAT ist ja voll noobig, da mache ich ja total die Multikills und gehe immer voll ab und so. Und wenn sie es dann selber mal spielen, gegen gleich gute oder bessere, und dann verkacken die meistens so dermaßen und das sehen die dann aber irgendwie immer nicht. Bei SWAT ist halt einfach so, dass halt die Masse der, ich sag mal, Anfänger oder Gelegenheitsspieler viel größer ist als die der, ja, Professionellen in Anführungsstrichen. Ja. Was ich mir auch vorstellen könnte, habe ich mir gerade, ist mir gerade so aufgefallen, was vielleicht so ein Grund sein könnte, warum jetzt irgendeiner, der vielleicht noch nicht so viel Ahnung von Halo hat und Zeugs und dann da reinkommt und SWAT für noobig hält, ist ja, ich meine, wenn man sich mal die ganzen Leute anschaut, die Montagen machen und so, sagen ja immer keine SWAT-Clips, ja, zum Beispiel. Ja, und da denken sich die, SWAT kann ja jeder dann und deswegen ist ja auch einfach da, einen Overkill zu reißen, was ja auch irgendwo stimmt. Ich meine, muss 4 Schüsse abgeben, bla bla. Aber das heißt ja nicht direkt, dass der ganze Modus irgendwie voll für den Arsch ist und noobig und dass man da auch eben mal so einen super mega Multikill reißt. Ich meine, das Verhältnis ist halt anders gesetzt. In SWAT hast du öfter mal einen Overkill, ja, aber wenn du da schon wieder einen Kilimanjaro machst, dann ist das auch schon wieder geil eigentlich, finde ich. Ja. Das Problem ist halt, dass wenn man Montagen da die Clips mischt, also da bin ich auch dagegen, weil man kann SWAT eigentlich nicht direkt mit den anderen, also mit egal welcher Liste, kann man es eigentlich nicht vergleichen, halt einfach wegen dem Faktor, dass es nur ein Schuss ist und es ist halt relativ unspektakulär anzusehen eigentlich, aber dafür finde ich reine SWAT-Montagen, zum Beispiel die von Backsmack und Data oder auch die von Gucci, ich denke mal, die kennen ziemlich viele in der deutschen Community, also auch Gucci ist ja ein bekannterer SWAT-Spieler in Europa auch, und es ist halt, weil es halt praktisch das komplett was anderes ist. Das Layer ist das gleiche im Prinzip, halt jetzt wie Objective, wie MLG, wie, keine Ahnung, Big Team, ja, da hast du immer deinen Five-Shot oder deinen Headshot mit dem Sniper oder deinen Rocket-Kill oder sowas, und in SWAT hast du halt immer nur einen Headshot sozusagen. Oder puncht man noch einen nieder, aber ist ja halt was anderes. Und klar, in SWAT reißt man viel öfter einen Overkill, einen Kill-Tag, einen Kill-Tross, die auch noch ab und zu. Aber ja, das ist halt einfach, in SWAT ist halt einfacher, was Höheres zu bekommen, aber dafür sind halt Spieler, die oft was Höheres bekommen, trotzdem nicht gleich irgendwie Noobs oder schlecht. Weil ich möchte mal ein paar Leute sehen, die wirklich sagen, das Spiel ist, oder SWAT ist noobig, dass die mal hier regelmäßig ihren Kilimanjaro oder so machen, weil das machen wenige. Ja, also das denke ich ist halt, also wegen den Clips nochmal der wahre Grund, weil das ist einfach vom Editing her und von Montagen generell her, der Sinn eher dahinter steckt, anstatt dass die sagen, ja, der Modus ist scheiße, will ich nicht in meiner Montage haben. Das denken, glaube ich, die wenigsten Editoren, wenn sie das irgendwie in die Beschreibung packen oder so. Gut, hast du sonst noch irgendwas, was du zu SWAT jetzt mit sagen wolltest? So? Ja, ich hätte halt einfach nur gern mal so ein bisschen an die Community appelliert sozusagen, halt wenn mal eine SWAT-Montage oder auch nur ein SWAT-Clip jetzt auch bei GHN hochgeladen wird oder bei anderen YouTubern, halt nicht reingehen auf das Video. Es steht ja immer dort ein, was weiß ich, Gucci SWAT Kill Catastrophe oder sowas. Und das sieht man ja, wenn man halt so einen Gedanken hat, ja, SWAT mag ich nicht, so finde ich scheiße, dann warum schaue ich es mir dann überhaupt an und gebe ein Dislike, ja. Man soll halt einfach im Hinterkopf behalten, dass das halt auch professionell gespielt werden kann und auch sehr gut. Und dann lässt man es halt einfach bleiben und geht nicht rein und hatet es einfach dann, und ja, sonst habe ich eigentlich so nichts mehr.
Gut, dann hatte der Quert mir irgendwann nochmal vorgeschlagen, dass wir doch nochmal kurz, nicht lange, kurz uns überlegen könnten, wie denn SWOT in Halo 4 aussehen könnte und oder wie du als etwas erfahrenerer SWOT-Spieler es dir denn wünschen würdest. Ja, wie würde ich es mir wünschen? Also ich würde es mir schon eigentlich genauso wünschen. Vielleicht noch mit Sprint, aber auf keinen Fall mit anderen Armor-Abilities. Ich hoffe, es bleibt so, wie es halt in Reach auch ist, sozusagen. Und geil wäre halt, wenn man wirklich viele oder wenn ich sogar alle Primary Weapons eben benutzen kann, was ich aber nicht glaube, weil zum Beispiel das BA, wenn das, sagen wir, das DMA ist so wie in Reach, also in SWAT, und das BA ist so wie Halo 3 SWAT, dann würde ich persönlich das BA bevorzugen, weil du einfach nur drüber ziehen musst und mit Hitscan auch noch, dann trifft auf jeden Fall eine Kugel von den drei. Und mit dem DMA oder jetzt auch mit der Light Rifle oder so musst du ja genau eine Kugel direkt auf dem Head aimen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so balanced dann wäre, aber kann ja auch sein, dass sie es hinbekommen, keine Ahnung. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es dann, es gibt ja jetzt SWAT und SWAT Magnums, dass es dann halt in Halo 4 gibt es dann die verschiedensten SWAT-Varianten, gibt es dann SWAT DMR, SWAT Light Rifle, SWAT BR und das heißt so quasi ein Mod für die Waffe, das fände ich auch Ja, mal so abwechslungsreich. das kann sein, ja, dass es praktisch ein SWAT für Single-Shot-Weapons gibt, also halt DMA, Karabiner, also war in Halo 3, gab es ja auch einen Karabiner, der lag halt auf der Map. Und Light Rifle, ich weiß nicht, gibt es da noch irgendwas? Nicht, ne? Und halt dann, was, und eins halt SWAT BRs oder sowas, ja, das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit. Ja, das fände ich, denke ich mal, auch ganz cool, weil da müsste man sich auch immer so ein bisschen auf was anderes einstellen und dann, ja, wäre halt auch mal Dann nicht wäre immer auch das Gleiche. ein bisschen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, so ein bisschen Abwechslung auch in den Montagen dann, wenn es mal wieder SWAT-Montagen gibt. Das wäre, denke ich mal, definitiv ganz cool. Also, SWAT wird es ja auf jeden Fall geben. Denke mal, wird auch wieder ganz nett, weil bei SWAT, was sollen sie da großartig machen? Da würde, also, ich gehe fest davon aus, dass es da keine Klassen und so ein Zeug gibt. Und Ja. es ist genauso was wie Team Snipers, da wird es auch keine Klassen geben, außer vielleicht, dass du schon von Anfang an dann halt ein Beam Rifle oder so nehmen kannst, aber mein Gott. Ja, halt auch wieder vielleicht so Hologramme und Sprint oder sowas, aber mehr halt dann nicht. Das ist auch vollkommen okay. Ja, Jo. sonst noch irgendwas, was angesprochen werden musste? Also von meiner Seite aus nicht. Ne, ich habe eigentlich auch nichts mehr. Gut, dann wäre es das auch schon wieder mit dem SWAT-Commentary. Also Leute, nicht immer sagen, ihr SWAT ist kacke und noobig. Ich meine, wenn es euch keinen Spaß macht, ist ja vollkommen in Ordnung. Sagt ja auch keiner irgendwas dagegen, aber ich meine, Leute, die das gut und competitive spielen und die daran Spaß dran haben, wieso müsst ihr dann da dagegen haten und so? Das ist unnütz. Genau. Genau. Okay, ja, dann sag ich schon mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal tschaußen und überlasst dem Exempel den Schluss. Ja, ich sag nur mal so, danke halt, dass ich hier auf GRN sein durfte, ha. Und sag auch, vielleicht hört man sich mal wieder, kann ja auch bei uns vorbeischauen. Schleichwerbung, nee. Ja, haut rein.